ab Geta, der Peter. Yes, yes. Wir haben in der Zwischenzeit mal ein bisschen offline weitergebaut. Wir haben jetzt endlich hier so ein fettes Nether-Portal. Ein riesen Schwanz gebaut. Den haben wir sowieso. Aber mit dem Monster-Samen-Erguss kaputt gegangen ist. Und haben uns mal einen kleinen Fluchtweg hier gebaut, unterirdisch natürlich. Und ich werde jetzt erstmal. Oh Scheiße. Und ich werde jetzt erstmal unser Lagersystem bauen. Du willst hier. So ein dunkler Mann ist hier im. Am Garten, ein Neger. Oh, lass. Mann kaputt, Junge. Das ist Schwert. Komm her, ja. Wie du klaust hier einen Block, ey. Ey, wie das sie nie was fallen lassen, ey. Es ist so selten, dass die immer einmal was bei mir fallen lassen. Das ist eigentlich ganz schön schwul. Bitte hier, Nacken. Zuckerrohr hast du aber schön in der Erde reingebaut, wa? Was? Das Zuckerrohr hast du schön in der Erde reingebaut, hab ich gesagt. Ja, das ging irgendwie nicht. Ich habe keinen Plan, wonach das irgendwie, wie man das positionieren kann. Wollte das nochmal hinsetzen, das ging nicht. Hab ich einfach so gemacht, ja. Das ging. Boah. Bist du quasi mit einverstanden? Yes, absolut. Jetzt soll ich natürlich erstmal eine riesen Fläche hier mit Erde aufschachteln. Können wir ja hier quasi die ganzen Kisten dann rausnehmen nachher, ne? Ja, aber erst wenn wir. Also das jetzt, du willst ja jetzt auch erstmal noch irgendwie Scheiße bauen oder was weiß ich, in der Höhle. Oder irgend so ein Rotz. Du ja, ein brauchst bisschen ja am erstmal die Kisten. Spielen. Du kannst ja die ganzen Kisten erstmal noch gebrauchen. Ja, naja, klar, ne, ich meine ja nachher, dann, wenn du damit. Deinem Plan da. Ja, dann können wir sie. Vielleicht wegnehmen. Dann können sie abhauen. Ich stell mal die Kisten leer hier und dann fülle ich die mal mit Kohle wieder auf, dass wir überall ein bisschen Kohle drin haben. Gucken, ob das dann auch mit unserem Schienensystem so klappt, wie wir uns das vorstellen. Boah, besser gesagt, wie ich mir das vorstelle. Eins. Provisorisch eine Leiter hinbauen. Wenn man denn das erste Schienensystem, was ich dann baue, geht vom Lager erstmal direkt in die Höhle rein. Und dann können wir ja von da aus immer wieder erweitern. Ah, das sehe ich nicht so. Oh doch, mega.
Mann, ey. Vom Plattendeal zum Plattendeal. Schlimm, schlimm, Kleinknechte. schlimm. Knechte dir auch gleich eine. Habt ihr eigentlich mal den Creative Mode ausprobiert? Ja, ich Nein. gestern. Und? Ich Ganz nicht. chillig. Du hast, das ist so eine übelst große Welt. Das heißt hier. Naja, es ist vielleicht von der Breite so wie die hier, aber geht übelst weit. Oh, wahrscheinlich, weil du denn die Dings nicht hast, wa? Die Höhlen. Ja, naja, das kannst du dir aussuchen. Du kannst ja einmal ganz normal, so wie hier, nehmen und dann kannst du halt so eine super flache Welt nehmen. So ist eine Game. Ja, ich habe Und jetzt da hast du halt. Ha? praktisch in meiner neuen Welt habe ich angefangen, was Creative Mode auszuprobieren. Ist ganz lustig. Also für zwischendurch kann man das mal machen. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube schon. Jeder Schlag trifft ins Schwarze, wie Chris Brown. Ja, Chris Brown, Greatest Hits. Kann erstmal dauern, ja, bis ich die ganze Erde aufgeschüttet habe. Du für eine Leiter da außen dran, die pflastert. Zum Ausbauen erstmal das. Ja. Wenn ich jedes Mal Turm hoch muss und runter springen. Richtig. Richtig. Ich hoffe bloß, dass die das morgen mit meiner Leitung in den Griff bekommen, ey. Machen sie bestimmt nicht. Dann habe ich vielleicht auch nicht mehr diese scheiß Lecks mittendrin, ey.
Pedoshedo. Pedo-Shedo. Könnten eigentlich auch mal wieder Counter-Strike spielen, ey. Dann gibt's Tage, da musst du dich echt zum Zocken animieren, ey. Und dann gibt's wieder Tage, da hast du so einen Bock auf so viele Games, da kannst du gar nicht alles gleichzeitig zocken, ey. Ja. Fängst du wieder mit so einem dreckigen, räudigen Scheiß an wie Minecraft, ey. Der fesselt dich wieder tagelang, ey. Oh, auf jeden Fall muss ich heute auch noch mal eine Runde Battlefield daddeln. Unsere Melone, die brauchen aber ewig, Alter. Hat man nicht auch Kürbiskerne? Oh, Weiß ich Kürbis? nicht. Ja. Ich glaube, die hatte ich mal in irgendeiner Truhe gefunden. Ah, jo, auf jeden. Warte mal, die pflanze ich gleich nochmal ein hier. Sechs Dinger. Soll ich gleich mal ein Dings mitbringen, ey? Boah. Was? Was sollst du mitbringen? Boah. Oh. Doch nicht, kein Bock. So, Scheiße, zeig ich den. Hey! Wähl den Scheiß aus und nehme den nicht mit, oder was? Gleich geschafft hier. Goa, 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 MPU, ja. Tripmeister Eder, das ist echt die geilste Scheiße, Mann. Das ist der dopeste Shit im Business. Ja, auf jeden Fall, ey. Vor allem diese abgefuckte Fotze, die er da hinten drauf sitzt, halt auf seinem Mofa. Richtig schön schlecht. Die ist richtig schön drauf. Das, vor allem, das ist eine kunststudierende Gruppe aus Berlin oder so. Das sind richtige Studenten, die Typen, ey. Aber auf was anderes kommen Studenten auch nicht. Die haben da richtig, also als die damit bekannt wurden, haben die damit richtig Kohle verdient mit dem Scheiß. Weiß ja auch jeder Doliani geklickt hat, weil es so scheiße war. Würde mich auch nicht wundern, wenn das so die erste Hipster-Bewegung war, ey. Rechter. Obwohl, erstmal auf der Warum anderen fehlt denn Seite. eigentlich ein Fenster, ey? Ja, weiß ich nicht, wo du den einen und die zockt hattest und ich dann nachher wieder online gekommen bin, war's mit einmal weg. Ja, komm auf, Alter. Hast du Nee, wieder jetzt ohne Fußball Scheiß. gespielt hier drinnen? Scheibe kaputt geschossen. Das wird wahrscheinlich deine Töle da drin gewesen sein, die versucht hat durchzuspringen. Was denn? Wie kriegt man denn überhaupt Glasblöcke? Die sind doch viel lässiger als diese Glasscheiben, oder nicht? Sieht doch viel geiler aus. Ah, jo. Ich weiß Soll ich nicht, das wie nicht man die mal kriegt, ersetzen? das Ich habe sieht gerade nicht geguckt, wie aus. es geht. Es sieht viel lässiger aus, Du ja. meinst, die Scheiben sehen lässiger aus als die Blöcke? Ja. Ja. Komm her, ich muck dir das! Da stimme ich dir zu. Boah, jetzt springe ich schnell hier drüber. Oh, das gute Glas, das gute Glas.